Hallo, ich bin die Anna, Mama vom Kai. Kai ist jetzt 9 Monate alt und wir besitzen circa seit seinem 5. Lebensmonat den Babycook und haben ihn natürlich jetzt schon sehr ausführlich getestet und heute möchte ich ihn euch genauer vorstellen. Der Babycook ist ein Dampfgarer, mit dem man aber auch gleichzeitig Brei herstellen kann. Das heißt, man kann die Zutaten garen und gleichzeitig in diesem Behälter mixen. Die Anwendung ist super easy. Man schüttet einfach Wasser in diesen Dampfgarer rein und gibt dann das Gemüse rein, was man eben dünsten möchte. Drückt dann auf den Knopf und der Babycook erledigt alles von selbst. Je nach Garzeit des Gemüses unterscheidet sich die Milliliteranzahl des Wassers und die längste Garzeit dauert 20 Minuten und die verwende ich eigentlich am häufigsten, ja fast immer. Also seien es Kartoffeln, Karotten, Fleisch, ich gare alles im Babycook. Die Reinigung ist auch super praktisch, da man den Babycook in den Geschirrspüler geben kann. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, natürlich durch die ständige, ja fast tägliche Benutzung, hat sich dieser Dampfgarbehälter ein wenig verfärbt, was mich aber jetzt nicht weiter stört. Ich glaube, das kennen viele, wenn man sehr oft Karottenbrei und sonstiges macht, dass sich da einfach das Plastik leicht orange verfärbt. Es gibt sogar einen Reiskocheinsatz für den Babycook. Da kann man dann Reis oder auch Nudeln drinnen garen. Das heißt, man hat eigentlich ein komplettes Set, um wirklich Beikost zuzubereiten, was echt super viel Zeit spart und super easy funktioniert. Das Einzige, was mich ein wenig stört, ist, wenn man zum Beispiel Reis oder Nudeln machen will, dann kann man jetzt nicht gleichzeitig Gemüse zubereiten, weil einfach da der Behälter zu klein ist und weil man für Gemüse einen Dampfgareinsatz hat, also einen anderen Einsatz als für den Reis und für die Nudeln. Nach circa 3 Monaten hat der Babycook rot geleuchtet und ich musste ihn entkalken. Das ging auch ganz einfach. Ich habe das mit so einer Essigessenz gemacht. Alles in allem kann ich euch wirklich sagen, dass ich den Babycook sehr empfehlen kann. Wir kochen circa alle 2 Tage damit, denn es geht sich aus, dass dann genau 2 Portionen Brei entstehen bei einem Kochvorgang. Er mixt die Sachen super gut. Ich habe da wirklich überhaupt keine Probleme gehabt. Und ich muss auch sagen, ich benutze ihn auch ganz gerne für mich zum Kochen. Ich habe zum Beispiel schon Hummus gemixt damit oder ich koche auch für mich mal Fisch oder Gemüse, weil der große Vorteil, den der Babycook hat, ist, man drückt auf den Knopf und kann weggehen. Er schaltet sich automatisch aus. Ihr müsst an nichts denken, es kann nichts anbrennen und ihr habt ein Gerät und eine Schüssel, die ihr reinigen müsst und nicht 100 andere Sachen. Und so macht es wirklich Spaß, Beikost selbst zuzubereiten und es geht super easy, super schnell und ja, wir lieben unseren Babycook auf jeden Fall. Ihr könnt mir gerne mal schreiben, wie ihr Beikost zubereitet, das würde mich interessieren und der Link zum Babycook ist natürlich in der Infobox. Ich sag danke fürs Zusehen und bis bald, tschüss!